Hier spricht Ustra. Es geht weiter mit The Last Remnant und wir sind hier in Royotia, wie auch immer diese Stadt heißt hier. Und wir müssen mit Prima sprechen, denn er wollte uns nochmal einladen, ich weiß nicht warum. Ja, ich werde die Flammenwächterin aufsuchen, wir sollten ja nochmal nach ihr hin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt alle Puzzleteile... Ha, es geht mir gut, danke. Ob wir jetzt alle Puzzleteile haben, aber wahrscheinlich ja. Ah, diese Schimmern. Würdet ihr sie mir zeigen? Keine Frage. Dies ist eine der purpuren Scherben. Ich kann die Kraft spüren, die in ihren Inneren pocht. Takshend, das Flammenschild. Es wurde unter Gebeten geschmiedet und so kann das Flügelschild selbst härteste Schläge abschwächen. Okay. Lass mich bitte wissen, sobald ihr eure Vorbereitungen abgeschlossen habt. Sollen wir jetzt das Schild nehmen oder was? Es ist ja, für mich ist es ja Quatsch, das Schwert zu nehmen. Guck mal, der Rapier des Feldherrn ist so viel besser als der, als das Runenschwert. Ist grad nicht so einfach für mich. Aber ich glaube, wir, ich glaube, wir sind bereit. Der feurige Aufstand. Warum habe ich jetzt das Schild gekriegt? Ich hätte mir gerne eine Waffe ausgesucht. Sie sagte, es gibt ein Schwert. Oder ein Schild. Oder ein, keine Ahnung. Und jetzt ist das wieder ein Seelenlord. Naja, wir wollen mal gucken, was abgeht. Zeitverdopplung, ja. Kampf, alles. Gib ihm. Nun, okay. Mal gucken, wer nach der ersten Runde noch steht. Und ob wir dieses Schild zwingend brauchen. Granateneinschlag. Okay. Ich glaube, wir brauchen dieses Schild wirklich. Die erste Gruppe ist direkt in den Sack gegangen. Nice. Wieder Granateneinschlag. Ja, Junge, 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 Junge. Dinge passieren. Außerdem sterben gerade Dinge. Ich will das ja nicht so sagen, aber... Wir sterben gerade krass. Und ich glaube, der mag... Wir alle durch die Gegend fliegen. Und ich glaube, er mag diese Attacke. Kann ich nicht was anderes haben, außer die blöde Klinge da, oder was? Ich habe zumindest das Gefühl, wir können nicht gewinnen. Just saying. Obwohl seine normalen Attacke, seine normalen Attacken gehen eigentlich. Das sind halt normale Attacken, ne? Shit. Ja gut, die normale Attacke war jetzt 1400 Schaden, auch nicht so geil, aber im Endeffekt sieht es aus, als ob wir gewinnen können, wenn der Granateneinschlag nicht wäre. Wir sollten trotzdem, glaube ich, erstmal... Ich weiß es nicht. Wir versuchen mal unsere Künste nicht zu deaktivieren, unsere einhändigen Künste. Und wir versuchen das Ganze einfach nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt eine andere Waffe. Wie gesagt, das Schild ist nicht unbedingt die Waffe, die ich haben will.
Okay. Ich werde das mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich das Schild dazu trage? Kann ich, oder kann ich mir jetzt einfach alle Dinge holen? Also, das ist jetzt die Frage. Okay, sie hat jetzt das Schimmern gesehen und jetzt habe ich das Schild gekriegt. Sieht sie jetzt das nächste Mal wieder ein Schimmern und jetzt sieht sie eine andere Sache und ich kann mehrere Sachen haben? Anscheinend nicht. Das heißt, wir haben jetzt dieses dreckige Schild gekriegt, was niemand haben will. Und ich, behalten wir das nach dem Kampf oder ist es nur für diesen Kampf? Naja, zumindest haben wir das Schild. Und jetzt müssen wir damit leben. Mal gucken, wie wir mit Schild dagegen kämpfen können. Wahrscheinlich werden wir trotzdem sterben, oder? Ja, ich meine, was hilft das Schild gegen Meteoriten? Nicht ernsthaft? Das war deren Plan? Die geben mir so ein halbgares Schild und schicken mich in den Kampf gegen den mächtigsten Bumser, der hier rumläuft und viel Spaß, viel Glück. Aber ich meine, einen Schlag und dann... Wie Rebecca da durch die Gegend flog. Das kann ich mir stundenlang ansehen. Ich weiß nicht mal warum. Ich meine, klar, der Schwierigkeitsgrad soll schwer sein und so, aber das ist einfach eine... Das ist gerade eine lächerliche Schwierigkeit, die hier gerade vor uns liegt. Und ich will hier wirklich nicht behaupten, dass ich hier gegen eine Chance hätte. Also das liegt mir wirklich... Da müsste ich euch schwer anlügen, um zu sagen, da haben wir noch irgendeine Chance. Obwohl die mit Emmys Gruppe einfach super lieb ist. Emmy kriegt kaum bis gar nichts ab. Beim ersten Mal wurde sie nicht angegriffen, beim zweiten Mal kriegt sie nur so Kackattacken ab. Aber trotzdem, das ist nix. Dieses Schild werden wir uns auch nicht holen. Weil ich habe das Gefühl, eventuell zu einem späteren Zeitpunkt können wir wiederkommen und dann können wir eventuell doch noch eine andere Waffe kriegen, Fragezeichen. Deswegen gehen wir jetzt nach Nagapur und kämpfen dort. Ich glaube, wir müssen hier hin, um der Hauptstory zu folgen, weil wir haben sonst wirklich gar nichts mehr. Wo ich natürlich noch gern die eine oder andere Stadt erkunden würde. Was habt ihr alle mit den Schilden? Ernsthaft? Stab plus 3. Ja, manchmal hätte ich schon gerne noch die eine oder andere Waffe gerne. Das Spiel merkt mir das auch an, dass ich so langsam mehr tun will. Und mal eine andere Waffe wieder sehen will. Heilblätter und all so ein Scheiß brauchen wir nicht. Hi. Kann ich noch irgendwas verbessern? Wir haben keinen Schmetterlingsstaub für das Claymore des Kriegers. Wir haben keine Wichtelzähne. Wir haben kein Holz. War noch was? Wir haben kein Holz. Wir haben keinen Wackelstahl. Wir haben keine edle Baumwolle. Und hier können wir uns zwar Dinge bauen, aber die brauchen wir alle erstmal nicht. Ring der Bereitschaft. Obsidian Armband mit mehr Leben. Das ist bestimmt ganz geil. Das Dryaden-Kopfgeld. Mit irgendwelchen Widerständen. Irgendein Armband mit fett viel Leben.
Amulett des Blutes. Mit AP. Auch mit AP. Physisches Widerstehen ein bisschen plus. Und da bräuchten wir Plan 1, Plan 2 und Plan 3. Also auch nichts Besonderes. Lass uns mal zu Südalm gehen. Ich glaube, wir sollten ja die Katakomben benutzen, um um da durchzulaufen. Und ich glaube, ein Ring des Malens plus Gift, Hiebschaden, Amulett des Gleitens. Hiebschaden ist schon ganz geil, oder? Aber mache ich, glaube ich, mit keinem. Zumindest nicht, dass mir das jetzt auffallen wird. Warum ist da noch jemand, der Quest... Warum ist da noch ein Questgeber? Hi! Rush, Fräulein Irina wird in der Audienzkammer der Wurmfeste gefangen gehalten. Diese Truppe führt uns zu den Aquädukten runter. Lotta Wied wartet bereits auf euch. Okay. Torgel ist auch noch da. Wenn wir durch die Aquädukte gehen, werden wir diese Wurmfeste treten können, ohne viel kämpfen zu müssen. Okay. Und da ist der Rest der Gruppe. Bist du bereit, die Aquädukte zu betreten? Wir haben keine Quests mehr. Also sowas von. Auf geht's und auf zu diesem merkwürdigen Artefakt, das da hinten rumsteht. Schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Kämpfen. Aber manchmal sollen Dinge nicht passieren. Hi, was kann ich hier machen? Dieses Gerät benutzen? Ja, warum nicht? Ich weiß ja gar nicht, was es tut. Das tut es. Okay, da hinten sieht so aus, als ob der eventuell ein Ramob ist. Ring des geduldigen Ohrs. O-Ring, der jeden Klatsch und Tratsch aushalten kann. Das ist gut. Physisches Widerstehen. Chimäre-Bonus. 20% mehr Lebenskraft. Das ist viel. Mal, guck dich das mal. Das ist wirklich viel. Und ich weiß nicht, was Chimäre-Bonus bedeutet. Aber wir werden uns einmal mit den kleinen Panzergraben hier beschäftigen. Und mal schauen, wie die Gegend so ist. Ob die stärker sind als wir. Handelt weise. Eine geringfügig stärkere Einheit. Ja, das haben wir ja schon öfter gelesen. Wir kämpfen da mit. Ihr kämpft gegen die. Ihr kämpft nach unten. Und ihr kämpft auch nach unten. So sollte es ganz gut funktionieren. Wir brauchen langsam wirklich mehr Magier. Ja, die sind stärker. Geringfügig stärker als wir. Yes, ein Überfall. Sehr gut. Das hat unsere Moral schön nach oben getrieben. Ach. Und wir brauchen jemanden, der unseren, der ihn ersetzt. Der Oaks ersetzt. Ich mag Oaks nicht so wirklich. Entweder holen wir uns jemanden mit Schild. Am besten wäre natürlich jemanden mit Schild mit magischen Kenntnissen. So wie David. Warum werden die denn alle überfallen? Wollten die nicht gegen uns kämpfen? Sehr gut. Gibt's noch eine Gruppe? Ach ja, okay. Und Faye müssen wir auch tauschen gegen was mit dem Zweihänder oder so. Mut gestiegen, bla bla bla. Ja, wir leveln immer noch auf. Und das nicht zu knapp. Hi, du siehst extrem aus, als ob du ein Rare-Mob wärst. Bist du aber gar nicht. Da hinten ist noch einer von deiner Sorte. Dann nehmen wir dich erstmal so mit und kämpfen gegen dich. Ich glaube, wir sollten alle Kämpfe mitnehmen. Mystisch. Mystisch. Kampfkünste, Kampfkünste, Kampfkünste.
Auch dass wir Catmon gekauft haben, ist so nicht schlecht. Oder angeheuert haben. Wir haben nicht sein Leben gekauft. Wir haben ihn nur angeheuert. Wow, die leben noch. Ich dachte, die werden tot. Wenn ich das ehrlich sagen darf. Auch wieder ein Hammerspin. Was schlecht ist für die Gruppe von Emmy. Ja. Gut, dass diese Animationen überhaupt nicht lange dauern. Aber wir leben auch noch. Ja. Ich glaube, das Interessanteste und Intelligenteste ist höchstwahrscheinlich, Gruppen zu machen, die alles können. Vielleicht hast du eine Idee, sonst wie man eine Gruppe erstellen kann. Aber diese Reihen, ich bin jetzt eine kämpferische Gruppe. Ich bin jetzt eine rein magische Gruppe. Ich glaube, das ist nicht der Way to go. Ich glaube, der Way to go ist wirklich, einen Tank in jeder Gruppe zu haben, einen Kämpfer in jeder Gruppe zu haben und einen Mage in jeder Gruppe zu haben, handelt weise. Halt die anderen, greift von der Seite an, beide, so. Sehr gut, komm, Konterhieb. Töte ihn. Sehr schön. Ich werde dich auseinandernehmen, weil du hast alles, was wir noch nicht haben. Und ich glaube, alles, was du hast, können wir eventuell gebrauchen für neue Items. Kann man da hinten irgendwas buddeln? Nein. Warum sollte ich da hingehen? Weiß keiner. Also gehen wir da. Also, wir haben keine Karte für die Gegend gefunden. Stimmt, wir haben diesen komischen Ohrring gefunden. Tja, ist das der echte Weg? Eventuell, ne? Lass uns mal wieder die Bahn nach da unten befördern und da mal schauen, was es da so gibt. Am besten ohne gegen diese zu kämpfen. Shit! Oh shit! Da gab es nix! Ja, da würde ich auch lachen. Alter Falter, ey. Oh, die sind sogar zu dritt. Oh nein, nicht Hammerspin. Alles nur das nicht. Das dauert doch so lange. Die leben noch. Wow, zwei Gruppen kämpfen. Ah, da hinten sind noch welche. Verdammt. Ein Einzelner. Und was ja auch reichen sollte. Wow. Wir versuchen es trotzdem. Ich meine, wir müssen verrückte Maßnahmen und verrückte Kämpfe brauchen. Definitiv verrückte. Oh, ich meine, das war nicht schlecht. Drei davon sind natürlich dann ein bisschen mehr. Gut ausgewichen. Ah, 5000 macht aber schon mal ein Viertel Leben weg. Wenn mit dem Hammerspin nur Rush getroffen wird, überleben wir das. Yes! Ich meine, es könnte sein, dass wir das sogar gewinnen. Oh, shit! Wurde echt einfach David aus dem Leben gekloppt mit einem Hieb. Nice. Shit. Ich wollte gerade sagen, wo genau ist der Gegner? Und da war er dann doch. Schade. Ich meine, wir haben zumindest eine Gruppe erlegt. Vielleicht kann es Torgel noch richten. Aber eigentlich sollten wir dann auf den gehen. Und nicht auf den, der drei Leute hat.
Aber wir werden da auf jeden Fall ab. Ah, Blitzbombe, was ist das? Das macht Schaden. Angriff. Macht auch Schaden. Diese Gruppe ist im Arsch. Und wir sehen uns in den Aquädukten in der nächsten Folge und laufen dann nicht in eine Sackgasse. Bis dahin. Ciao.